Altes Eisen, qualmende Reifen und stabile Jungs. Auch in diesem Jahr kamen wieder zahlreiche Mofa-Fans aus ganz Deutschland zum Zweitakt-Treffen der Mofa-Helden. Als Veranstaltungsort diente das Gelände vom Milchhof Grimmelmann im niedersächsischen Schweringen. Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm sorgte für reichlich Unterhaltung und endete mit dem großen Erlebnistag der Raiffeisenwarengenossenschaft sowie einer Ausfahrt durch Niedersachsens Mitte. Niedersachsen TV war vor Ort und hat die Veranstaltung für unsere Zuschauer dokumentiert. Beim Zweitakt-Treffen 2023. Wir haben zum zweiten Mal in dieser Form dieses Festival gemacht. Ganz viele verschiedene Leute aus ganz Deutschland, einer sogar aus der Schweiz, die hierher kommen, um ihre Maschinen vorzustellen und einfach eine Menge Spaß zu haben. 3/4 der Gäste waren, glaube ich, letztes Jahr schon da und das war so eine richtig große Wiederkommenszeremonie, als dann alle so eingetrudelt sind. Die Rolling X, die Kommissar aus Niedersachsen, Nordhorn, Grafschaft Bentheim, angereist nach Schweringen, ich glaube Schweringen heißt das hier, ja genau, zum Zweitakt-Treffen und wir haben mal unsere Mopeds mitgebracht, haben hier ein bisschen Spaß und mal schauen, was hier so geht. Ja. Man lernt hier verdammt viele Leute kennen aus den unterschiedlichen Bereichen, jeder hat andere Mopeds, jeder hat andere Geschichten, top. Ja. Der Matt ist aus Köln. Hinter mir stehen die Jungs von Klatterclub Knappsack. Wir sind ein Club aus Freunden, fahren Piaggio Chaos, Boxer, ein Kumpel fette Schwalbe. Ja, wir sind ja auf das Treffen gekommen, weil wir letztes Jahr schon da waren und ein paar Jungs von uns. Und ja, genießen hier die Stimmung auf dem Feld, haben genug zu trinken dabei. Und die Hauptsache ist, dass wir hier irgendwie ein bisschen Moped fahren, ein bisschen Spaß haben, neue Leute kennenlernen, die Clubs untereinander kontakten sich auch und verknüpfen sich. Und da ist so das ganze Jahr kreuz und quer durch Deutschland sind irgendwie Treffen und da sind wir dabei. No.
hatten ein Problem mit unserer Kupplung. Und zwar hat die irgendwann gar nicht mehr gekuppelt und ist durchgerutscht, während man die Kupplung nicht gezogen hat. Deswegen haben wir jetzt neue Lamellen eingesetzt, eine neue Feder eingesetzt. Dafür schraubst du halt den Deckel auf und dann hast du eine Mutter unter und dann kannst du das Kupplungspaket komplett rausnehmen. Und dann tauscht du einfach nur die Lamellen, du hast immer Stahlscheiben, dann Lamelle, Stahlscheibe, Lamelle und dann wieder Stahlscheibe. Das ist quasi wie eine kleine Kupplung beim Auto. Und wenn die halt runter sind, dann rutschen die nur noch durch und dann dreht der Motor hoch, aber es kommt nichts am Hinterrad an. Wir haben die Karre letzte Woche aufgebaut, so als Spaß-Mofa und dann ist es heute Morgen gleich Fritte gegangen. Weil da ist halt nicht kein originaler Zylinder drunter, sondern halt ein Tuning-Zylinder mit ein paar mehr PS. Und deswegen leidet halt das Originale unglaublich darunter, weil das Originale ist halt nur für 3 PS ausgelegt und der hat 10. Also. Frank, ich komme aus Hamburg, aus Hamburg-Altona. Das ist ein DKW Munga, Baujahr ungefähr 1965, gehört dem Technischen Hilfswerk in Hamburg, einem Helferverein. Wir pflegen und hegen dieses Auto. Das ist ein Zweitakter und wir sind heute hier auf dem Zweitakt-Treffen, um letztendlich daran teilzunehmen. Wir sind das einzige Auto mit 4 Rädern. Ansonsten sind hier alles nur Mopeds und ich denke, wir drehen jetzt eine kleine Runde mit euch. Wir haben hier einen Dreizylinder-Zweitakter mit Gemisch. Knattert wie ein Moped, fährt wie ein Moped, hat Allradantrieb, ist mal gebaut für die Bundeswehr, gibt heute nur noch ganz wenige davon. Wir versuchen dieses Auto zu erhalten. Uns gefällt es hier super, super Stimmung, nette Leute, alle haben hier irgendwie so das gleiche Hobby und das ist hier so der Schmelztiegel für die ganzen Bekloppten. Ansonsten fahren wir durch die Gegend, landschaftlich super schön hier in Niedersachsen und ja, wir lassen es gut gehen. Wir würden die Veranstaltung in jedem Fall weiterempfehlen, ist einfach super organisiert, tolle Leute, das ganze Veranstalterteam unkompliziert, nett, die Organisation läuft einfach super, in der Kommunikation alles toll, wir sind nächstes Jahr wieder am Start. Ja, dann sind alle hoch. Ja, wir haben heute ist praktisch der Tag für die Teams. Da sind wir mit 500 bis 600 Teilnehmern. Morgen am Tag, der ist offen für Niedersachsen, in Niedersachsen-Mitte, da rechnen wir, dass es eine vierstellige wird. Ne? Es können 1000, 2000 Gäste sein, die wir haben. Genau. Stimmung ist Bombe. Also, wie jetzt eben schon gesagt, wir haben
so ein Wiedersehensgefühl gehabt, weil eben viele sich schon wochenlang vorbereitet haben, drauf gefreut haben und ja. Das war unsere Reportage vom Zweitakt-Treffen der Mofa-Helden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie Niedersachsen TV, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.